Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Borderlands 3 zusammen mit Fresh Fries. Hallo. Bin schon runtergefallen. Läuft du bei hast dir. Mir wohl etwas Beute besorgt. Uiuiui. So, mal gucken, ob es so stressig weitergeht. Gefühlt sind wir irgendwie schon wieder unter Level. Hier sind auf jeden Fall erstmal ganz schön viele Waffenkisten. Oh, das sieht fett aus. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Tauschen wir doch mal. Guck auch, dass deine Schutzschilde irgendwie up to date sind. Schwertverbesserung. Ich brauche sie für die Mission. Tausche dich dafür. So. Noch irgendwas? Hier noch die Spinde. Mann! Ich könnte halt kotzen gerade. So. Ich spreche mal mit ihm. Oder wo ist er denn? Sniper-Hitter? Ah, komm. Oh ja, das Schwert sieht wirklich cool aus. Was ist los? Mhm. Taugt Atlas nichts mehr? Mein Angebot steht noch. Es ist noch nicht zu spät, um für Mali One zu arbeiten. Nee, lass mal. Katagawa ist der Hauptfusionsleiter. Wo läufst du rum? Ich stehe hier oben. Ach, da oben. Okay. Gucken wir mal, wie der das macht. Bin ich gespannt. Uns hält nichts mehr auf. Schalte das Gigahirn aus. Das ist der Auftrag. Das Gigahirn, natürlich. Damit kenne ich mich aus. Aber vielleicht erklärst du für alle anderen nochmal, was das ist. Mali One KI. Sie hält die Geheimnisse. Ein echt geiles Ziel. Mir sind schon viele Unternehmens-KIs zum Opfer gefallen. Das gibt gutes Erpressungsmaterial. Das ist ja der Plan. Treffpunkt halt. Alter, was ist denn hier los? Na, hier ist Durchgangsverkehr. Okay, wo müssen wir hin? Oder was müssen wir machen? Willst du zu Fuß los oder willst du dir ein Auto spawnen? Kann man das hier? Hier könnte man, glaube ich. Ah ja. Können wir machen. Was wollen wir denn? Na, mach mal irgendwas, was Schmack ist halt am besten. Gib mal Gas hier. Das wird keine feindliche Übernahme bleiben. Atlas und Mali One befinden hier sich in Verhandlungen. Ja. Reese kapiert es nicht. Aber am Ende werden wir eine riesengroße, glückliche Familie sein. Ja, ist ja schön. Du bist nur ein kleiner Fischkammerjäger. Meiner Zeit nicht würdig. Aber das wird sich ändern. Ich glaub, wir sind hier falsch. Ich glaub's auch. Wenn du unter den Füßen von Giganten spielst, bist du zerquetscht. Nee, zurück, zurück, zurück. Wir müssen hier aussteigen, quasi. Wir müssen hier. Hier. Ich glaube zwar nicht da, sondern hier, aber hier. Wo?
Oh, hier vorne irgendwo ist es. Jetzt müssen wir hier hoch oder so. Hier lang. Auf mich wird halt schon munter geballert, ne? Ja, der da hinten, das ist aber egal. Der geht weg. Hoffe ich mal. Ich muss irgendwie demnächst mal gucken, dass ich eine andere Waffe hier rannehme. Hab grad gesehen, dass ich eine Level 6 Waffe noch in der Hand hab. Oh ja. Ich hab doch schon Level 9. Also. Widerstand wird heftig, hat er schon gesagt. Ah, ich will keine Dingens. Ich habe halt, nur Level 12 Waffen gerade dabei. Ich habe ein Problem gerade. Ja. Vielleicht gibt es ja noch was in den Seitengassen oder so. Munition hauptsächlich. Ja. Für Waffen, die ich nicht nutze. So. Zwischensequenz. Yay. Ah, da bin ich. Giga meint. Mhm. Spüre die Blutgier. Oh, keine KI. Geheimnisse in Matschhirn. Hackt ihn mit Waffen. Ja, dann hacken wir ihn mal. Sein Schild ist zum gleich down. Ja. Da ballern wir ordentlich rein. Ja, aber da ballern auch noch andere irgendwie auf uns. Alter. Ich hätte mehr Granaten anstecken sollen. Schild ist down. Ja, ich bin auch gleich down. Stirb! Friss mein Blei! Das komische gelbe Schild absorbiert irgendwie alles. Mein Hund geht da jetzt auch voll rein. Ja, passt, ja. Du stirbst auch mal. Ja, endlich. Ich will aber nicht. Schussrate von dem Ding ist ja sehr langsam. Wo hüpft der Gigamind gerade rum? Da ist in er. Der Mitte. Der gerade beruht? Nee. Nee. Muni. Oh, fuck it. Hälfte hat er, ne? Ja. Also er ist. Ah ja, geht gut down. Andere ja. Gegner sind wieder da. Oh, ich bin. Danke. Wer war das?
Der Dings hat sich, glaube ich, hochgeholt, der Roboter. Okay, cool. Oh, leer die Knöpfe. Noch ein Ding, komm. Oh, die ist auch leer. Die ist leer. Ich habe auch nur noch zwei Schuss. Die hat noch 7. Ja, das waren die 7. Die hat 0. Giga meint es gleich tot. Na komm, friss. Eieiei. Alter, was hat er gedockt? Alles und noch viel mehr. Vor allem viel Geld. Schon okay, ich bring das in Ordnung. Habe ich dein Leben gerettet? Ja. Habe ich deine Schwachpunkte gesucht? Das werden wir nie erfahren. Darin werden nur just bestellte Daten sein. Und wir landen im Tode. Ich werde es von den anderen trennen. Schick Reese die Daten von unserer Basis aus. Ich muss mehr töten. Hier sind noch Waffen und so an den Seiten. Wo bist du gerade? Ich habe hier eine lilane Waffe und irgendwas anderes lilanes. Shotgun. Du hast meinem Gigahirn das Hirn weggepustet. Unter Füßen bist du nicht zufrieden, was? Schon klar. Mein Vater sagte einmal, ich sei an 12. Stelle, um das Unternehmen zu leiten. Also habe ich unseren Stammbaum mit 11 Schnitten zurechtgestutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Läuft. Denk darüber nach, jetzt wo du mir in die Quere gekommen bist. So, hast du alles? Noch nicht, ganz. So, ich hatte noch ein Viererschild equipped, hä? Ich habe mittlerweile ein 10er-Schild. Na, es ist ja an den Seiten vielleicht noch irgendwas, was wir übersehen haben. Hier nicht. Ne, passt. Wir müssen dann quasi zurück jetzt, ne? Was ist ein Scharfschützending? Alter. Ich habe halt nur Level 12 Waffen dabei. Ja, ich auch. Viele. So, sollen wir zurück? Ja, können wir. Habe ich halt einen Sniper. Eine Level 11 Waffe habe ich gerade gefunden, ob da mal. Oh, ich bin Level 10. Schade. Ja, bin ich halt auch, ne? Haben wir noch ein bisschen hin. So, Fresh, du bräuchtest im Übrigen Leben. Oh ja. Muss man hin? Wieder den ganzen Weg zurück, glaube ich. Ja, das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Hier sollte ein Barista-Bot sein. Wir sollen Kaffee da doch mitbringen. Ja, genau. Aber ich sehe keinen. Ich auch nicht. Warst du schon oben drauf? Nee, noch nicht. Ich kam noch nicht hoch. Kammerjäger. Klingle einfach. Wo? Ah, hier. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab sie. Wo? Hier vorne war sie. Oh, Gott. Oh, hey. Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Vielleicht. Achso, wir müssen mit dem sprechen. Ich brauche eine Tasse arcturianischer Superschwarz. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Ja, ernsthaft. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst? Wer kennt's nicht, ne? Ah. Okay, das soll hier wohl links sein. Ja, dann gehen wir hier links. Das ist schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der
mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Na komm, lass mich in Ruhe, Junge. Leer. Dich zurückhalten. So, geht doch. So, hier links, oder? Ich glaube. Dann gucken wir mal. Hier darf man, glaube ich, nicht mehr mit Fahrzeug rein. Könnte sein. Oh, hoch da. Ey, wir können Muni kaufen. Willkommen zurück, Kammerjäger. Moment, warum miefst du nach Hirn und... Ach, wir sind zur Watershed-Basis zurückgekehrt. Wir sind gar nicht zu dem Gegner gekommen. Ich dachte, wir wären zu diesem Gegner, den wir suchen. Nee, für das hätte man die Mission erstmal richtig auswählen müssen. Kammerjäger, okay. Hast du die Daten aus dem Gigahirn? Natürlich. Achso, müssen wir abgeben, oder? Aber du kriegst sie erst, wenn du uns hilfst, die Kammer zu öffnen. Was das angeht, ich habe mit diesem Invasionskram wahnsinnig viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um ein Unternehmen kümmern. Vielleicht sollte ich das Hirn einfach an mein Biest verfüttern. Warte. Okay. Na schön. Ich habe Atlas quasi aus dem Nichts aufgebaut. Und das lasse ich mir von Maliwan nicht nehmen. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden und zu öffnen. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Ja, okay. Das? Müssen wir ja wohl, oder? Aber mein Hund hat Hunger. Ach, nee. Ich habe noch nie erlebt, dass Reese sich so findet. Bist echt was Besonderes, Kammerjäger. Ich bin auch da. Das Hologramm kann euch hören. Und Holo Reese hat auch Gefühle. Naja. Okay. Mission abgeschlossen. Läuft. Oh Mann. Der Typ hatte da oben einfach alles parat. Truppenbewegungen, Versorgungslinien, Aufklärungsdaten. Sieht aus, als würde Maliwan selbst nach Fragmenten suchen. Hallo, Lake. Sieht aus, als würde Maliwan selbst nach Fragmenten des Kammerschlüssels suchen. Und sie haben eine Spur. Ein Planeten. Lake vorbei? Athenas? Ja. Athenas? Perfekt. Kammerjäger, komm auf die Sanctuary. Wusste ich doch, Athenas. Gut gemacht. Mach das. Reese, Ende. Okay. Ich gucke hier kurz noch nach Waffen, ob hier was Level 11 oder Level 10 dabei ist. Ja. Oh ne, alles Level 12. Okay. Und dachtest dir, macht keinen Sinn. Ich verkaufe aber noch. Da musst du dran arbeiten, Superfan. Die Idee. Der ganze Streit um die Kammern hat ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Aber langsam wird der Fahrt. Vor allem, wenn du stirbst. Also, versuch weiterzumachen. Wie wäre es mit besseren Verbündeten? Nur so ein Vorschlag. Wir sehen uns. So, erstmal das Level. Niedriglevelige Zeug verkaufen. Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass ich ein Level 4 Schild hatte. Ja, hat sich auch voll. Das Ding kann weg. Kann ich auch verkaufen, ne? Ja, immer das Equipment hier irgendwie zusammen dingsen. So, das ist Level 11, das kriege ich gleich dann. Level 12, perfekt. Gut. Gut, wo müssen wir? Ah, zum Schiff können. Erstmal die Abmod, würde ich sagen. Okay. Oder willst du es gleich zum Schiff? Ne, können wir auch als Abmod. Ja, okay, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Schaut auch beim guten Fresh vorbei. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.